Hallo meine Lieben. Ich bin im Auto und starte den Vlog offiziell hier. Warum? Ich bin gerade auf dem Weg zum Nagelstudio, aber ich wollte allgemein mal wieder einen Vlog machen. Ich habe das irgendwie vermisst und es ist mal Zeit, über das Thema Kinderwunsch ein bisschen weiter zu reden. Ich wollte mich erstens super, super doll bedanken bei den unfassbar vielen lieben Nachrichten zu unserem Kinderwunsch. Wir haben ja schon ein Kind, für die, die es nicht wissen, haben ein zweites Kind und auch euren so vielen Geschichten dazu. Und das macht einem natürlich Mut. Jetzt sind schon über 6 Monate, also über 7 eigentlich. Und nein, ich bin nicht schwanger. Ich wünschte, ich könnte jetzt eine andere Nachricht verkünden. Und es macht mich schon traurig, wäre wahrscheinlich sogar untertrieben. Ich wünschte auch, meine Gedanken würden nicht immer darum kreisen. Und meine Frauenärztin hat jetzt erstmal gesagt, vor einem Jahr machen sie nichts. Was völlig in Ordnung ist, ist wahrscheinlich Vorgabe. Aber ich werde halt 36 und ich bin jetzt niemand, der 25 ist, wo man denkt, ja, es ist biologisch alles okay und so. So, meine zweite Zyklushälfte ist so mega kurz und ich weiß das halt. Ich könnte schon wieder weinen, wenn ich dran denke. Das ist alles so viel und ich weiß nicht, was das heißt, dass es überhaupt keine lange Zeit ist, das weiß ich. Aber es kommen halt super viele Kriterien dazu, dass mein Zyklus so unregelmäßig ist, dass ich schon 36 bin, dass ich nicht weiß, es gibt auch Frauen, die dann hormonell eingestellt werden müssen und das wollte ich eigentlich nie, aber will ich das fürs Kind, will ich das für mich, will ich das für Daniel und ich habe einfach gedacht, ich will euch ein paar Tage mitnehmen, besonders weil bei Daniel auch eine große OP ansteht und ja auch ein bisschen die Community hier updaten. Jetzt gehe ich erstmal zum Nägel machen, ein bisschen abschalten. So, jetzt in Freiburg. Das ist meine Fresh Nails. Ich muss aufpassen, dass Lara nicht hier überfahren wird von Fahrradfahrern. Und wir gehen beide zum Endokrinologen. Das sind die Ärzte, die auch zuständig sind für ganz viele Hormonsachen, aber auch Schilddrüsen unter Überfunktionen und sowas. Und das heißt, die kennen sich sehr gut aus mit Hormonproblemen. Und da werden wir vielleicht heute, mal gucken, was der Arzt sagt, Blut abgeben und mal gucken, wie es aussieht, sowohl für Daniel als auch für mich. Ich glaube, die sieht keine Vene. Meine Mama hat nicht mal Vene, weil die muss so oft Blut abnehmen. Die ist super. So, wieder zu Hause. Wir haben noch lecker Baguette geholt, weil Daniel wird morgen operiert. Und dann hat er weißen Hautkrebs oben am Kopf und er wurde schon ein paar Mal operiert und deswegen, das steht jetzt auch noch an. Und eventuell müssen sie Haut transplantieren. Das wird auf jeden Fall eine heftige Sache. Und wir waren vorher jetzt noch beim Arzt und haben, wie ich euch ja gesagt habe, Blut abgenommen bekommen. Aber gleichzeitig hat er mir vor allen Dingen auch den Kopf gewaschen, dass ich Stress rausnehmen muss, dass ich mir nicht so verrückt machen darf, weil ich anfange, mich verrückt zu machen wegen eigentlich noch wieder nichts, nichts und wieder nichts. Und ich habe immer gedacht, meine zweite Zyklushälfte ist so kurz und das wird auf jeden Fall der Grund sein, warum es nicht funktioniert. Und dann meinte er, das ist noch nicht der Hauptgrund, irgendwie so, warum alles irgendwie, um sich verrückt zu machen und so, dass es erstmal nicht das große Hindernis ist, was man übergehen muss, quasi, um schwanger zu werden, sondern der Stress. Ja, und deswegen werde ich jetzt aufhören mit allen möglichen Tests und so. Ich habe das ja echt die letzten Monate gemacht, immer mit LH-Wert und Eisprung und gucken und so. Und ich glaube, das kann auch vielen helfen, aber mich stresst das wohl. Und bei Lara wusste ich ja nicht mal, wann mein Eisprung ist oder war. Das hat schon viel damit zu tun, dass wenn Menschen einfach ja, frei im Kopf sind, einfach so quasi miteinander Liebe machen, dass es echt was anderes ist und natürlicher und ruhiger. Das heißt natürlich nicht, wenn jemand andere Probleme hat, hormonell, dass es was anderes ist, aber wenn man gesund ist. Er hat mir trotzdem jetzt Blut abgenommen und Daniel einfach nur ein paar Werte zu checken, Vitamin D und so und Prolaktin anscheinend, glaube ich, wenn ich nichts Falsches sage. Eben wegen dem Stillen, wie es da aussah, ob ich da vielleicht noch ein bisschen zu hohen Wert habe oder niedrigen. Also ich kenne mich da nicht aus. Somit hat er mir gut den Kopf gewaschen. Okay, Daniel wird gerade operiert. Ich weiß nicht, ob er schon fertig ist. Und ich fahre jetzt erstmal die Hunde zum Opa bringen und dann zu ihm ins Krankenhaus. Guck mal, wie es war. Es war nur Lokalanästhesie und sie meinen, es wird heftig bluten. Jetzt war ich noch ganz kurz mit den Hunden draußen und wollte gerade losfahren. Da hat er mir gesagt, ihm geht's gut. Ich soll jetzt nicht extra nach Freiburg dafür fahren. Vor allen Dingen, weil ich ja dann eh nur kurz bleiben kann, weil dann die Kita wieder aus ist und ich Lara holen muss. Wir warten jetzt einfach auf die Biopsieergebnisse. Morgen kommen die hoffentlich und dann schauen wir weiter. So, die OP habe ich hinter mich gebracht und ja, die haben jetzt an 3 Stellen praktisch am Hinterkopf Tumore rausoperiert und die werden jetzt bis morgen Mittag irgendwie untersucht, ob am Rand noch wirklich alles entnommen wurde und sollte rauskommen, dass da noch irgendwas fehlt, werde ich morgen wieder operiert. Das wird dann wieder bis übermorgen angeschaut und so geht es jetzt weiter die nächsten Tage. Aber im Idealfall kommt der Arzt morgen rein und sagt, Daniel,
Alles wird rausgenommen. Das wäre natürlich so mein Wunsch und dann könnte ich wahrscheinlich in 2 Tagen schon heim. Ich habe gerade ein bisschen Sport gemacht, geduscht und was erblindet, weil mir eine Dusche ins Auge gekommen ist. Und Rote-Bete-Smoothie. Daniel ist noch in der Klinik, wartet auf seine Ergebnisse. Hoffentlich kommen die heute und hoffentlich ist jetzt alles gut und alles weg. Immer solche Sorgen. Es tut natürlich auch voll weh am Kopf. Meine Eltern kommen jetzt gleich. Die sind extra 2,5 Stunden aus Frankfurt hergefahren, weil meine Mama ist der Meinung, die westliche Medizin ist da nicht so gut, wenn es um Kinderwunsch geht. Sie wird mir jetzt was Chinesisches kochen. Ja, ein bisschen glaube ich ja schon dran. Ich hatte damals auch Probleme, was den Virus für Gebärmutterhalskrebs anging. Und da hat mir chinesische Medizin auch echt geholfen. Deswegen gucken wir mal, es schmeckt leider nie so gut, gell? Your innere Bubble, Wong. Yeah. Ying and Yang. Which one do the Chinese believe is important for the child? Ying or the Yang? Ying or Yang. It depends on whether your body is Ying or the Yang, cold or warm, okay. You know. And if your body is cold, you drink this to give your body warm. So you think my body is cold? Yeah, I think your body. Ah, deine Mutter ist heute um 4 Uhr aufgestanden. Wirklich? Also deswegen hat sie auch im Auto geschlafen? 3:30 Uhr, bitte. Dann hat die, weil die jetzt heute Morgen noch kochen wollte, Was ist das? Was ist das Runde da? Das ist die Dattel. Und dann der Goji-Bär in der. Die sind genau warm. Die Suppe. Bitte, gehen. Es geht. Auch ein bisschen süß. Los, geh. Also, ich gehe später Daniel besuchen mit Lara. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ihm einen gesunden Kuchen, den Lara auch essen kann. Erstmal 2 Eier. Dann nehmen wir 2 Datteln. Eine reife Banane. Für die Saftigkeit mache ich noch Zucchini rein. Dann gucken wir mal, wie viel Zucchini das war. 60 Gramm Zucchini und Dinkelmehl. Pi mal Daumen. Ich mache jetzt mal 120 rein. Gucken wir mal, ob es reicht. Backpulver. Und weil Lara und Daniel Nüsse mögen, kommen jetzt noch gemahlene Walnüsse rein. 60 Gramm. Ein bisschen Zimt. Und eine Prise Zimt und Salz nicht vergessen. Zimt brauche ich auch neues. Und das war's erstmal. Ich muss zugeben, es ist irgendwie ein bisschen wenig Teig. Mal gucken, es wird wahrscheinlich ein sehr kleiner oder flacher Kuchen. Alexa, Timer 20 Minuten. Erstmal. So, Mittagessen, es gibt Porridge, es gab noch 2 Beeren, Kiwi, Quark dazu. Und ihr wisst, ich bin kein Supplement-Liebhaber, aber so sieht das gerade bei mir aus. Ich meine, guckt euch mal an. Ich komme mir schon vor wie so Bodybuilder. Also das ist Mönchspfeffer, weil Regulierung von Menstruation hilft das. Ah, ist noch heiß. Da habe ich übrigens Tee drin. Und was nehmen wir noch? So, was nehmen wir noch? Hier habe ich Folsäure. Und das hier ist jetzt unabhängig von meiner Frau und Ärztin, das ist Präbiotika. Ist es Prä oder Probiotika? Probiotika. Genau, Probiotika. Für die Darmgesundheit. Und jetzt wird gegessen. Okay, das sieht schon lustig aus. Schneiden wir mal an. Haha, okay. Vielleicht schmeckt er trotzdem. Gucke ich mal. Interessant. Wie ist es? Ja, lecker ist er trotzdem. Ich habe jetzt Lara von der Kita abgeholt und dann jetzt noch schnell was bei Daniels, einer seiner Lieblingsbäcker hier in Freiburg. Das Krankenhaus essen, ne? Ist ja nicht so brillant. deswegen ein bisschen aufmuntern. So, jetzt sind wir mit Daniel, breiten uns hier gerade aus. Hier sein Patientenzimmer, sein Ausblick. Aber sie sind so nett hier, wirklich unfassbar. Ja. Also wirklich. Unglaublich. Man denkt ja immer bei einer Uniklinik, gell? Aber krass. Also bei der Uniklinik Freiburg können wir eigentlich nie was Schlechtes sagen, ja. Wir sind wieder daheim und ich habe ja die Aufgabe bekommen, dass ich die Nachsorge mache. Deswegen Schwester Anne in OP2 bitte. Schwester Anne bitte. Habe ich aber auch so ein Foto gemacht. Und Daniel weiß nicht, wie es hinten aussieht. Und ich muss sagen, ich wollte es eigentlich erst in 2 Monaten anschauen, weil so lange wird es ja dauern, bis es angeblich verheilt ist. Oh Gott, kann sein, dass ich umkipp. Willst du dich setzen? Nee, komm, zeig. Willst du es wirklich sehen? Zeig. Willst du dich festhalten? Ja, besser. Ich hab dann. Oh Gott, ich will es eigentlich. Ich hab echt jetzt. Was?
Ja! Was soll ich sagen? Deswegen. Gott, ich sehe aus wie bei Körperwelten. So groß! Ja, so groß! Oh Gott! Also groß wie Laras Hand ist bestimmt. Aber guck, er hat jetzt alles rausgeschnitten. Das ist super, da ist definitiv alles weg. Wir haben jetzt schon ein Testergebnis von Daniel bekommen. Das, wie heißt das Hormon nochmal? Irgendwas mit Follikel, oder? Bei dir Follikel? Nee, irgendwas mit F. Follikel sind, was ich habe. Okay, also es war irgendwas mit F. Blend's nochmal ein, okay? Genau, also, dass das bei ihm ein bisschen niedrig ist und das ist bei Männern der Fall, oft wenn sie sehr, sehr viel Stress haben. Und das ist natürlich bei Daniel schon ziemlich zutreffend. Deswegen sollen wir ein bisschen Stress runterfahren. Nicht so einfach als Selbstständige. Und mein Anti-Müller-Hormontest, der anscheinend nachweist, wie es mit den Eiern aussieht, weil man hat ja nur eine gewisse Anzahl als Frau, also denen, mit denen man geboren wurde, da sind sie dann, der lässt noch auf sich warten. Während wir warten, haben wir jetzt noch das hier, müssen wir noch shooten, unsere Kopfbänder. Sagt man Kopfbänder? Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Kopfband, ja. Ja, Stirnband. Stirnband. Kopfband. Das hier ist übrigens teilweise neue Kollektion, die jetzt, wenn dieses Video online ist, neu in den Laden kommt. Und zwar haben wir diese richtig coolen Jogginghosen, auch in einer wunderschönen beigen Farbe. Die zwei kommen noch, aber unser Super Soft ist in Terrakotta erhältlich. Und ihr wisst ja, ich liebe das. Das ist das weichste Material, was ihr aber auch super zum Training tragen könnt. Und hier mein absoluter Favorit. Ich brauche den Pulli auch für Männer. Ja, den gibt es auch als Jacke. Oh. Und natürlich, das habt ihr vielleicht in Edelit bei uns gesehen, diesem richtig schönen hellen Grün gibt es jetzt auch in Dunkelblau. Also checkt mal den Laden ab. Und okay, jetzt ganz natürlich so. Ich koche hier drin gerade, oder ich backe hier drin, eher gesagt, gerade Shepherd's Pie. Oh, das liebe ich. Daniel ist überhaupt kein Shepherd's Pie-Fan. Ich habe vom Arzt gerade die Anti-Müller-Hormon-Ergebnisse bekommen. Ich hoffe, ich sage das richtig. Und das sind ja die Ergebnisse, die sagen quasi, wie es mit den Eiern aussieht bei mir, weil ich ja jetzt über 35 bin. Und ich habe einen echt guten Wert. Ich habe 3,23, weiß die Einheit leider nicht. Aber anscheinend ist es so, dass zwischen 20 und 25 Jahren hat man zwischen 3,3 bis 4,2. Und wenn man älter ist, in Anführungsstrichen, zwischen 30 und 39 sinkt er auf 1,5 bis 2,4. Das heißt, ich habe mit 3,23 einen richtig guten Wert, meinte der Arzt. Ja, und jetzt müssen wir einfach gucken, ob der Stress bei Daniel helfen wird und auch ein bisschen, wie mein Progesteronspiegel ist nach dem Eisprung, weil das ist ja so ein bisschen mein Laster noch und da muss ich hin. Weil wir fliegen nächste Woche und davor wäre schon gut, wenn ich irgendwie das Blut noch abgenommen bekomme. Mal gucken, ich halte euch auf dem Laufenden. Und drückt uns weiter in die Daumen, auch mit Daniels Genesung. Ich grüße euch. Ciao.